Stahl ist der wichtigste Werkstoff unserer modernen Welt. So vielfältig wie seine Anwendungen, so faszinierend ist die Herstellung von Stahl. Erleben Sie hier einen Abstich am Hochofen. Die Verwandlung von Eisen zu Stahl. Das Formen des Stahls auf der Waldstraße. Das Veredeln des Metalls. Bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt arbeiten Menschen, die die Seele des Stahls verstehen. Hier werden seit 6 Jahrzehnten Eisen und Stahl gekocht. Qualitätsstahl aus Eisenhüttenstadt hat einen guten Ruf in der Welt. Der Weg des Stahls beginnt hier, am Hochofen. Kontinuierlich wird der Ofen mit Eisenerz, Koks und anderen Zuschlägen von oben über die sogenannte Gicht beschickt. Ein Hochofen ist ein schachtförmiges Aggregat, das nach dem sogenannten Gegenstromprinzip arbeitet. Und so strömt von unten das Gas den Rohstoffen von oben entgegen. Dabei wird etwa 1200 Grad Celsius heiße Luft eingeblasen. Das Koks mit dem Sauerstoff der Luft erzeugt dann Temperaturen bis zu 2200 Grad Celsius. Dieser Prozess bindet den im Eisen enthaltenen Sauerstoff und holt so das Eisen aus den Erzen heraus. Roheisen und Schlacke sammeln sich im unteren Teil des Hochofens. Etwa alle halbe Stunde kann das Eisen aus dem Ofen geholt werden. Es ist Zeit für den Abstich. Dazu wird ein Stichloch geöffnet. Jetzt kann das Eisen fließen. Eine Temperatur von etwa 1500 Grad hat das flüssige Metall. Die Schlacke wird über einen Abscheider vom Eisenfluss getrennt. Über ein Rinnensystem wird das Eisen zu den Rohrpfannen geleitet. Hochofen ist jetzt Zeit für die erste Qualitätskontrolle. Mittels einer solchen Lanze wird noch eine Probe fürs Labor entnommen. Nach jedem Abstich muss dann das Stichloch wieder verschlossen werden. Inzwischen sind die Rohrpfannen mit dem flüssigen Roheisen unterwegs zum Stahlwerk. Eisen ist viel zu spröde, um es hochwertig verarbeiten zu können. Deshalb macht man daraus Stahl. Das Roheisen hat einige störende Bestandteile. Diese werden im Stahlkonverter entfernt. Das geschieht durch Einblasen von Sauerstoff. Dieser Blasprozess dauert etwa 20 Minuten. Dabei entsteht eine starke Wärmeentwicklung. Zur Kühlung gibt man deshalb bis zu 25% Schrott in den Konverter. Auch hierbei entsteht Schlacke, die vom Rohstahl getrennt werden muss. Die Stahlschmelze wird jetzt in eine Stahlpfanne gegossen. Von Beginn an steht meistens fest, für welchen Kunden produziert wird.
Nach seinen Wünschen wird der Stahl jetzt zubereitet. Das Feintuning des Stahls beginnt. Etwa 2500 Stahlsorten werden in der europäischen Stahlindustrie produziert. Moderne Stähle bekommen eine Nachbehandlung. Zusatzstoffe wie Legierungen oder das Entschwefeln und Entgasen beeinflussen die Zusammensetzung des fertigen Stahls. Ziel ist dabei die Steigerung der Qualität. Jetzt wird der Stahl vergossen und erstarrt. Im sogenannten Strangussverfahren wird aus flüssig fest. Alle 12 Meter wird hier der Strang durch Schneidbrenner auf Länge geschnitten. An den Enden werden die Brammen noch gestempelt. Der Aluminiumcoat macht diese dann unverwechselbar, wenn sie in das Zwischenlager kommen. In den ersten beiden Produktionsschritten wurde aus Eisen Stahl hergestellt. Jetzt folgt die Verarbeitung des Stahls zum Endprodukt. In einem Warmofen werden die Brammen auf die erforderliche Walztemperatur gebracht. Dann kommen sie auf die Walzstraße. Jetzt läuft die Bramme über die Vorstraße. In mehreren Durchgängen, im Hin- und Hergang, wird der Stahlblock auf eine Dicke von 25 bis 40 mm heruntergewalzt zum Vorband. Danach kommt das Band auf die Fertigstraße. Zuerst werden hier Bandanfang und Ende sauber abgeschnitten. In diesem Walzgerüst erhält es nun seine endgültige Abmessungen. Der gesamte Vorgang wird im Leitstand überwacht. Auch die geregelte Wasserkühlung haben die Kumpel hier stets im Blick. Damit werden die mechanischen Eigenschaften des Warmbandes eingestellt. Am Ende der Walzstraße wird das Band auf einem Haspel zum sogenannten Coil aufgewickelt. Sie haben einen Durchmesser von etwa 2 Metern. Folgen noch die Beschriftung und die Verladung auf die Schienenwaggons. Viele dieser Coils warten in anderen Hallen auf ihre Weiterverarbeitung, dem Kaltwalzen. Dabei wird das Band bei Raumtemperatur noch dünner gewalzt. Zuvor jedoch kommt das Band zum Beizen. Hier wird die Zunderschicht entfernt, das Band also gesäubert. Sollen die Coils als Endlosband laufen, müssen die Enden noch verschweißt werden. Am Ende dieser Taktstraße kommt ein sauberes Band heraus. So vorbereitet kann das gebeizte Band kaltgewalzt werden. Das erfolgt in einer Tandemstraße. Diese besteht aus mehreren hintereinander gereihten Gerüsten, dem Quarto-Tandem. Das kaltgewalzte Feinblech wird in Dicken von 3 bis 0,4 mm hergestellt. Nach dem Kaltwalzen muss das Band zur Weiterverarbeitung noch einmal geglüht werden, um die Umformeigenschaften wiederherzustellen. Danach wird es auf Länge und Breite geschnitten, verpackt und zur Auslieferung bereitgestellt. Ein besonderer Arbeitsschritt ist aber noch die Oberflächenveredelung. Sie dient dem Korrosionsschutz und der Herstellung von dekorativen Oberflächen. Eine dieser Veredelungen ist das Verzinken. Diese riesige Anlage ist ein sogenannter Durchlaufofen. Nach dem Kaltwalzen ist das Band noch walzhart.
Im Durchlaufofen wird es rekristallisierend geglüht, also geschmeidiger gemacht und auf das erforderliche Temperaturniveau für das Zinkbad gebracht. Dabei wird das Band durch flüssiges Beschichtungsmetall gezogen. Mit 159 bis 220 Meter pro Minute verlässt das verzinkte Band dann das Tauchbad. Dieser Prozess muss mit Endlosband erfolgen, um am Bandende, wenn das nächste angeschweißt wird, den Vorgang nicht zu unterbrechen, wird das Stahlband über ein Puffergestell mit vielen Umlenkrollen geführt. So kann das Verzinken weitergehen, obwohl das Band am Ende stillsteht. Immer am Ende eines Verarbeitungsprozesses erfolgt die Oberflächen- und Qualitätskontrolle. Dann stehen die Produkte zur Auslieferung bereit.